Ja, willkommen zu unserem letzten Gefecht bei den Deutschen. Es war in Berlin. Eine relativ einfache Karte als Deutscher. Und ja, lesen wir uns mal die Besprechung durch. Alliierte Truppen rücken an mehreren Fronten gegen Berlin vor. In der Stadt setzen sich deutsche Einheiten in ihrem Widerstand in die Hoffnung fort, die Stadt so lange gegen den russischen Vormarsch zu halten, bis sie sich den Alliierten ergeben können. Es ist dieser Tage sehr ruhig im Reichstag. Pläne zur Verteidigung Berlins aus dem deutschen Hauptquartier sind nicht bekannt. Ziele: Wir dürfen nicht nachgeben. Die Russen müssen für jede Straße bezahlen, die sie erobern. Und wir müssen unsere Außenposten halten, um unsere Sieg zu festigen. Mann. Ja, eine sehr einfache Karte als Deutscher. Zumindest habe ich so einen kleinen Trick herausgefunden, wie man die Amis, die sowjetischen Streitkräfte sehr leicht halten kann. Und zwar hier bei der Bodenstation die Russen einfach mit Granaten voll spammen. Und ja, ansonsten, wir haben hier drei Kommandoposten. Die Russen rücken hier vor. Die Russen haben oder die Sowjets haben schwere Panzer hier. Wir haben einen Panzer 4 irgendwo hier unten, aber mehr auch nicht. Das war es an Fahrzeugen auch. Wir haben noch ein Kettenfahrzeug irgendwo hier in dem Bereich. Ansonsten haben wir keinerlei Fahrzeuge. Also fahrzeugtechnisch sind die Sowjets natürlich stärker. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich in der Brunnenstraße. So, da bin ich. Da sind wir in Berlin. So, wir wechseln mal gleich zur Granate. Da kommen ja schon die ersten Sowjeten, die Russen. Gleich mal hier Raketenspam. Raketen, genau, Granaten und unbedingt hier einen neuen Nachschub besorgen. Zack. Und weiter. Bloß nicht da durchlassen. So, immer weiter Munition sammeln und weiter geht's. Ich werfe jetzt weiterhin darauf, da wir noch auf unsere Verbündeten warten. Wie ihr seht, die Russen haben deutlich mehr Tickets als wir. Gut, ich denke mal, dass die T-34 da alleine kalt machen. Da sehen wir sie, da kommen sie. Hier sitzen auch ganz viele. Da ist ein T-34. Ich glaube, da wurde gar geknackt. Sechs, ich hole mir trotzdem wieder Granaten. Werfen wieder da Granaten. So, und wieder Granaten holen. So macht ihr es einfach die ganze Zeit. Das geht relativ schnell. Der Panzer ist immer noch hier. Ich hätte lieber Panzerabwehrschütze nehmen sollen, um wenigstens noch ein bisschen gegen Panzer zu halten. Warte, hier haben wir doch noch mehr Granaten benutzen. So, ihr seht, wir treffen da hinten ganz viele Sowjets. Ja, als Sunny können wir uns natürlich regelmäßig immer heilen, das ist dann gut. So, ich lade mal hier unsere Hauptwaffe nach. Zack. Gut, ihr seht, wir sind schon in deren Spawn. Nur rechts sind noch Panzer, den versuche ich jetzt mal mit zu vernichten. Ich glaube, links liegt noch einer. Ne, der ist tot. Warte ich mal kurz die Klasse hier, die hat Sprengstoff. So, da haben wir wenigstens den Panzer da weg. So, ihr seht, die Sowjets haben jetzt schon niedrige Tickets als wir innerhalb von 3 Minuten. So, da sind wieder sehr viele Sowjet oder Russen, sage ich jetzt einfach mal. Bei mich ja mal kurz hier mit auf, dass unsere Kameraden von hier aus vorrücken können. Ah, wir haben uns sogar, wie ihr oben auf der Karte seht, wir haben uns gerade einen russischen Panzer geklaut.
mehr Sowjets. Weiß wirklich das. Ja, hier seht ihr, wir haben uns einen russischen Panzer geholt. Alter, wer trifft mich denn hier? Ich muss mich selber verarzten, nicht den Typ da. Warte mal. Ja gut. Ich nehme mal lieber hier. So wie ihr seht, ne? Tickets sinken und sinken und sinken. Wenn man weiß wie, ist das relativ einfach hier. Ich habe auch gesehen, ich habe auch ein paar Let's Plays geguckt von Battlefield. Es gibt eigentlich keine wirklich guten deutschen Let's Plays davon, ne? Also ich kenne entweder ein paar. Oh, das war's schon. Okay, jetzt habe ich gerade meinen eigenen Kameraden getötet, egal. Dafür habe ich da hinten einige Sowjets mit denen tot gerissen. Ja gut, die spawnen da alle, ne? Aber wir haben so gut wie gewonnen innerhalb von 5 Minuten. Also Berlin ist echt easy. Hat es mir schon fast ein bisschen zu kurz, aber ich mache jede Mission ein Part. Wenn der Part länger dauert, dann dauert er länger und wenn nicht. Guck mal, wir haben gerade mal 44 Deutsche verloren. Ja, großer Sieg. Easy peasy, ne? Mit diesem Sieg gegen die Rote Armee erkämpften sich die Deutschen eine Atempause. Viele haben ihr Leben in der Hoffnung gelassen, sich den Amerikanern statt den Russen ergeben zu können. Naja, die Amerikaner glauben sie aber selbst nicht, dass Amerikaner sind niemals bis nach Berlin gegangen. Deshalb war diese Hoffnung unnötig. Doch es scheint nun klar, dass die Amerikaner ihre Stellung an der Elbe nicht verlassen werden. Solange die Rote Armee ihre Angriff fortsetzt, werden sie Deutschen ihre Heimat verteidigen. Ja, ihr seht. 66 Schüsse, 84 Treffer, ein Panzer haben wir vernichtet und ja, das war's mit Berlin. Aber wie gesagt, ist noch nicht zu Ende. Es kommt jetzt noch Iwo Jima. Also sehen wir uns dann gleich im Pazifik.